Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Videotagebuch. Ja Leute, ich bin mal wieder am Parks hier unterwegs. Leider keine Nacht, sondern wegen der Ausgangssperre nur bis heute Abend um 20 Uhr. Habe mich heute Morgen um 5 Uhr aufgemacht zu diesem See, als man dann wieder raus durfte. Und als ich hier ankam, war ein Kollege schon am Wasser, auf der Stelle, an der ich bevorzugt sitze, macht aber absolut nichts. Ein anderer Kollege war gerade am Auspacken, sitzt hier auch noch am See. Ja, ich kann trotzdem die Schilfbucht befischen, die ich sonst auch immer befischt habe, auch im letzten Video. Die Bedingungen sind diesmal aber leider nicht so gut, weil wir keinen großartigen Wind haben. Es ist relativ windstill und letztes Mal hat der Wind kräftig in die Bucht reingedrückt. Das war immer sehr gut. Jetzt, wenn es so windstill war, war es meistens nie so prickelnd. Aber ich bin mal gespannt. Die Karpfen haben auf jeden Fall schon gerollt an der Oberfläche, gepuckelt. Muss nichts heißen. Normalerweise war es immer ein Indiz dafür, dass es dann auch gut läuft, aber es ist nicht immer so. Also ich habe meistens die Erfahrung gemacht, wenn es beim Wind so ist, wenn die beim Wind großartig puckeln und rollen und wenn hier Wind auf der Bucht ist, dann ist es gut gelaufen. Wenn es windstill war, ja, dann hat man die zwar puckeln sehen und rollen sehen, aber dann ist nichts gelaufen. So kann es manchmal gehen. Ja, ich will aber gar nicht vorher schon die Flinte ins Korn werfen. Ich habe eigentlich ein gutes Gefühl. Die Routen sind bestückt mit einem Helikopter-Rig, einem Ronny-Rig drauf. Und zwei gelbe Mega Sweet Poppies habe ich da drauf, jeweils einen auf jeder Route. Der hat beim letzten Mal eigentlich immer den Lauf gebracht. Ich habe letztes Mal auch einen Mega Sweet Poppy gefischt, einen gelben, 14 mm und einen White Mighty Werfter. Der Werfter war sonst immer der absolute Renner. Der hat letztes Mal gar keinen Fisch gebracht, kann aber auch am Spot gelegen haben. Und der gelbe Poppy hat alle Läufe gebracht, also alle 5 Läufe. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was hier passiert. Gleich kommt noch ein Kumpel von mir nach, der Claudio, in 2-3 Stunden ungefähr. Und dann sind wir mit 4 Routen am Start und dann sollte normalerweise was gehen bis 20 Uhr. Dann muss ich leider einpacken, bevor der Virus wieder aktiv wird um 22 Uhr. Das ist ganz gefährlich dann. Dann muss man auf jeden Fall wieder zu Hause sein. Ja. Bisschen gefüttert habe ich, also ich bin instant unterwegs, aber habe jetzt gerade noch mal auf jede Route so 10 Boys gestickt, so ungefähr in dem Bereich großflächig, damit die Fische da auch ein bisschen rumsuchen. Und jetzt bleibt abzuwarten, was passiert. Ihr müsst entschuldigen, ich habe so ein bisschen Tonstörung jetzt am Anfang des Videos, weil mein Richtmikrofon leer ist, also die Batterie davon. Und dann muss ich mit dem Kameramikrofon filmen und dann hat man halt immer die Hintergrundgeräusche von der Kamera. Liegt am Kameratyp, kann man nichts dran machen, ist halt ein kleiner Fehler von der Kamera. Aber das legt sich im Laufe des Videos, weil mein Kumpel wollte gleich eine Batterie mitbringen. Also, so viel dazu. Also, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, spätestens beim nächsten Lauf oder beim ersten Lauf oder halt vor der Matte. Schauen wir mal. Heute der erste Fisch im Drill. Claudio ist gerade gekommen. Nur passen, gibt die Route ab. Richtig dampfig.
Kasse. So, da ist der erste in der Matte. Kleiner Kämpfer. Schöner kleiner Spiegler. Wieder auf den gelben Poppy gebissen. Die Route geht jetzt sofort wieder an die Stelle, weil die Jungs sind aktiv. Ja, und dann geht's weiter. Also später. So Leute, Fisch Nummer 2 im Drill. Ungefähr eine Stunde nach dem letzten Spiegler. Claudio ist gerade nicht da, der ist gerade einen Hund wegbringen. Hat seinen Hund dabei gehabt und liegt jetzt nach Hause. So Leute, Fisch Nummer 2 liegt in der Matte. Zeige ich euch mal kurz. Hier auf dem gelben Poppy
diesmal echt ein schöner Schuppi. Schön golden, schön lang. Richtige Rakete. Ja, wunderbar. Den habe ich kurz vorher rollen sehen. Auf über 90 Meter. Habe den angeworfen. 10 Minuten später lief die Route ab. So kann es gehen. Ja. Schön, wenn es wieder mal nach Plan läuft. Alles klar. Hoppi geht jetzt wieder dahin. Und dann schauen wir mal, ob vielleicht noch einer geht. Ja, Claudio war gerade weg. Gerade seinen Hund wegbringen. Und da lief die Route auch schon ab. Naja. Ich bin es ja gewohnt, alleine das Ganze zu handeln. Also, spätestens bis gleich vor der Matte wieder. So Leute, Fisch Nummer 3. Hoppala. Da hatte ich erst festgeschwommen in einem Ast. Den habe ich gerade mit rausgedrillt, den Ast, nachdem ich den Fisch endlich befreit hatte. Da ist er. Kampfstarker, schöner Spiegler. Wieder auf dem gelben Poppy. Der geht auch sofort wieder an die gleiche Stelle. Die Fische scheinen da echt aktiv zu sein. Und ich fütter echt immer nur pro Route 7, 8 Boilies. Und das war's. Den gelben Poppy drauf. Ja, und dann klappt's. Wunderbar. Gut, noch ein paar Fotos gemacht. Und dann geht's mit der Route wieder ab an die gleiche Stelle. Und dann hoffe ich mal, wir sehen uns gleich wieder vor der Matte. So Leute, ganz kurz nochmal die Montage von der letzten Session und von dieser. Also so ein Helikopter-Rig. Und zwar ist das hier von Kohler in der Haley Safe. Da habe ich aber den Ring reingemacht zur Sperre, damit ich nicht anders das Blei verliere. So verliert man kein Blei. Hier eine Perle über den konischen Gummistopper gezogen. Also falls man einen Schnurriss hat, kann der Fisch auf jeden Fall das Leder loswerden. Ja, ein ca. 12 cm langes Ronny-Rig, ein vierer Haken, hier ein Baitscrew, wo der Poppy draufgeschraubt ist und das war's schon. Ich habe also ein bisschen Sediment, so 3-4 cm, da kann das Blei ruhig einsinken und die Montage liegt immer noch top auf dem Grund und ist ideal präsentiert so. Ja. Nicht lange quatschen, Route raus und weiter geht's.
locker, ne? So, ist der Claudio dran. Wir haben da eben mal in der Mitte vom See einen Fisch rollen sehen. Haben dann einen Shotrack dahin geworfen. Also die Route umgebaut vom Claudio und einen Shotrack hingeworfen. Und schon lief die ab gerade. Also gute dreiviertel Stunde später. Fühlt sich gut an? Guck mal bitte auf die Entfernung, wie der in die Bremse geht. Da kannst du mal gucken. Ja, wenn du die siehst, anwerfen, kurze Zeit später laufen die. Ich bin nicht weit vom Becking weg. Aber mach langsam. Wenn du Kopf stößt, ist das ein guter. Ja, da täuscht sich aber manchmal hier. Ja, wir werden sehen. Ne? Die haben alle richtig Dampf. Und wenn du die im Kescher hast, dann wunderst du dich manchmal, wie klein die doch sind. Bei den Großen ist es genau umgekehrt. Die Großen sind eigentlich weniger kräftig. Ja, wir werden sehen. Ja, Route eingeweiht, würde ich sagen. Hat der rosa Poppy, ne? Da ist er doch. Geile Route. So. So Leute, da ist er. Teamwork hier. Teamwork, der Fisch von Claudio. Geil. Neue Route eingeweiht. Genau. Jetzt kann es nicht laufen. Ja, das würde ich aber auch für dich sagen. Sofort wie die Route raus. Ja. Und weiter geht's. Schöne Grace, immer, hat sich auf jeden Fall bewährt. Ja, geil. Geiles Stöckchen immer, bin ich zufrieden. Sehr gut. Ja. So. Ja. Weiter geht's, dann sehen wir uns gleich. Wahrscheinlich wieder vor der Matte, denke ich mal. Bis gleich. Fisch Nummer 4 im Drill. Eben wieder ein Fisch rollen sehen, angeworfen. Und da lief die Route auch schon ab, aber hat gerade festgesetzt, der Fisch. Wieder frei.
Ja, jetzt wieder hat die Esch von eben wieder. So. Müssen wir mal gehen lassen und freischwimmen. Er hängt da drin. Ja, das dauert wohl länger. Ich muss das noch freischwimmen lassen. Da würde ich sagen, versuch mal den Fisch frei zu kriegen. Dann sehen wir uns eventuell gleich von der Matte, falls er nicht ausschlitzt. So, Fisch ist wieder frei. Hab mal komplett die Schnur lose gelassen und hab den erstmal 20 Meter ablaufen lassen. Und hatte die Schnur irgendwie aus dem Ast rausgezogen. Macht's aber gut schwer. Die ganze Zeit ist er auf der Stelle links gelaufen, weil der Wind weg war oder beziehungsweise hat auf die andere Seeseite gedrückt. Da sind die Bisse ausgeblieben und in der Dämmerung sind die Fische wieder zurück in die Bucht gekehrt. Eben einen springen sehen und einen rollen sehen, angeworfen, Stunde später lief die Rute ab. Jawohl. So Leute, Fisch Nummer 4 liegt in der Matte, war ein harter Kampf, weil ich wieder festgesetzt hatte, genau wie der andere Fisch auch. Mal eben die Rolle aufgemacht, an freier Leine mal 20, 30 Meter wegziehen lassen, dann nochmal Druck drauf gegeben und dann hat sich der Fisch gelöst. Ich versuche den mal anzuheben, der ist noch ziemlich agil. Ja, schöner, langgezogener Spiegler, der noch recht fit ist, ihr merkt das schon. Er hüpft hier wild in der Matte rum. Ja, da ist er. Ja, jetzt habe ich noch eine Stunde, ungefähr anderthalb. Ne? Jetzt geht der gelbe Poppy noch mal ans Schilf. Vielleicht geht ja noch einer, aber wir sind schon richtig zufrieden. 4 Fische habe ich jetzt auf der Habenseite, Claudio einen, also jeder hat was gefangen, keiner hat geblenkt, wunderbar. Ja, also Rute rein und der Spaß beginnt. So Leute, die Zeit zum Einpacken ist leider da für uns. Geilen Tag am Wasser gehabt, ne? Auf jeden Fall. Also für eine Tagessession war es richtig schön. Ja, natürlich hätte der Regen jetzt am Ende nicht sein müssen, aber das hat man schon mal. Ja, wie es so oft im Frühjahr ist, wenn man die Fische sieht, kann man die anwerfen mit Poppys und meistens funktioniert das auch direkt. Also von allen 5 Fischen haben wir alle angeworfen, die wir vorher gesehen haben, weil die haben sich immer in verschiedenen Bereichen aufgehalten und aufgrund des Windes, weil der andere gedreht hat, abends war der Wind weg und die Fische waren viel unterwegs. Ganz normal, wenn der Wind sich andauernd dreht, ab und zu weg ist, dann wenn die andere Ecke des Sees bläst. Und wir haben die Fische halt, wenn wir sie gesehen haben, angeworfen und meistens lief dann eine Dreiviertelstunde, Stunde später auch die Route ab. Also hat wunderbar funktioniert, kann ich jedem empfehlen im Frühjahr. Klappt das ganz besonders gut, die Fische mit Poppys anzuwerfen und irgendwann läuft es dann auch. Ein paar Murmeln drauf gestickt, 5, 6, 7, 8 Stück, je nachdem, vom Bauchgefühl her. Und ja, das war alles, was wir gefüttert haben. Ne? Ja, das ist doch gut gelaufen eigentlich. Ja, was bleibt anderes zu sagen? Also 5 Fische,
keiner hat geblenkt, besser geht's nicht. Ne? Und so kann man natürlich so eine Ausgangssperre auch mal gut überbrücken mit so Tageszechen, obwohl ich es auch mal gerne Nacht machen würde, aber leider wird der Virus ja ab 22 Uhr richtig aktiv und gefährlich. Und daher können wir jetzt es nicht wagen, noch länger hier zu bleiben in der Öffentlichkeit. Wir müssen uns gleich verschwinden, weil hier werden auch vielleicht Leute vom Ordnungsamt rumlaufen. Und dann müssen wir zu Hause sein, bevor wir uns aber großartig anstecken hier und dann nachher ans Liegen kommen. Nee, Schwachsinnsregeln. Ich glaube, jeder von euch Anglern weiß das und kennt das, hat das mittlerweile auch schon bis hier oben stehen. Aber man kann nichts dran machen, man muss sich der ganzen Sache fügen, sonst wird es teuer. Ja, Leute, da würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und beim nächsten Mal wieder einschalten und abonnieren nicht vergessen, kostet nichts. Und nicht vergessen, das kleine Glöckchen anzumachen unter dem Video Fenster. Dann werdet ihr immer über die neuesten Videos sofort informiert, sobald sie erscheinen. Genau. Liken, abonnieren. Ganz wichtig, Daumen genau. Hoch. Danke. Und ganz wichtig nochmal zum Ende, muss ich ja immer wieder sagen, weil viele Leute es immer noch nicht kapieren, alles was ich so an Tackle benutze, das schreibe ich immer in die Videobeschreibung rein. Da könnt ihr sehen, was ich gerade in der Session so an Routen bei hatte, an Rollen bei hatte und so weiter und so fort. Da steht der Link drin, wie man mein Video, wie man meinen YouTube-Channel unterstützen kann. Da ist mein Link drin zum Merchandise-Shop. Da ist auch der Link drin von R&G Fischvieh zum Beispiel oder von Car Brothers, wo ich meine Tackle herbeziehe. Also das alles, die ganzen Informationen, die stehen in der Videobeschreibung drin. Also guckt mal da rein. Ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.